Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein Paket bekommen von Vorhey82. Ich habe an einem Gewinnspiel teilgenommen. Er hat ein Video mal hochgeladen vor ein paar Tagen. Da musste man 3 Stunden Video gucken und dann wurde immer im Video Buchstaben eingeblendet. Und da musste man dann zum Schluss des Videos dann die Buchstaben zusammenfügen und dann kam daraus ein Satz. Das Video ging 3 Stunden. Das war ganz schön, das war ein bisschen anstrengend, ein bisschen, aber war auch sehr unterhaltsam, das Video. Ja, und da habe ich die 3 Stunden durchgehalten, aber an einer Stelle von diesen Buchstaben, da kam noch ein anderes Zeichen. Das habe ich dann übersehen irgendwie, obwohl es gar nicht da war. Also, Vorhis hat auch mir geschrieben, ich hab mit ihm danach dennoch E-Mail geschrieben. Er hat gemeint, dass dieses Zeichen also doch im Video war, aber ich habe es leider nicht gesehen. Also ich habe eigentlich nicht gewonnen, aber als Zeichen der Anerkennung hat er mir das jetzt zugeschickt. Also, dass ich auch die 3 Stunden geguckt habe und nur wegen ein Zeichen, aber das Wort, nur wegen ein Zeichen hat er jetzt das Wort, hat er jetzt auch, bin ich, war ich jetzt auch im Gewinnlos. Also, ich war auch mit drinne. Er hat mir auch was zugeschickt und das ist hier drinne von Vorhis82 hier auf YouTube. Das ist einer meiner liebsten Unboxer im Filmebereich und so. Also, ich mag ihn sehr gerne. Er ist sehr sympathisch, nett. Er ist auch sehr nett bei E-Mail schreiben. Hat mir sehr gut gefallen, die Kommunikation. Also, er ist ja viel mit Filme und und so Mediabooks und so. Aber wenn man sich dieses Paket anschaut, also hier ist kein Film drin. Aber wenn man hier reinschaut, er hat es nochmal richtig verpackt innen drin nochmal. Ich habe ihm auch geschrieben, dass ich da gerne ein Mystery Unboxing draus machen möchte. Weil ich möchte auch nicht wissen, was da drin ist. Weil so ein Video hat Mike jetzt zum ersten Mal, wo ich nicht weiß, was drin ist. Okay. Ich denke mal, dann mache ich jetzt mal auf das Paket. Ich muss da auch meinen Ausweis vorzeigen bei der Post. Ja, die wollen natürlich nur wissen, ob ich das bin und so, ist klar. Ich dachte erst, als ich einen Ausweis vorzeigen musste, dass es vielleicht ein 18er Film war oder so. Aber es ist anscheinend nicht. Okay, ich mache jetzt mal auf. Wie gesagt, sehr sympathischer Typ ist das, auch in seinen Videos und alles. Ich bin schon jahrelang bei ihm, schon bei ihm Zuschauer. Nur jetzt habe ich mich immer dazu bereit erklärt, auch mal bei einem Video mitzumachen, bei einem Gewinnspiel, weil sonst war ich immer stiller Zuschauer. Aber das wird sich was ändern bei ihm. Ich werde jetzt öfters mal kommentieren. Okay, mal gucken. Was ist das? Das ist auch keine Autogrammkarte, oder? Oh, guck dir das an. Geil. Eine Karte, eine Vorhis82-Karte mit meinem Namen drauf. Hat er meinen Namen aufgeschrieben für Christian. Piep. Das sagt er immer zum Schluss des Videos. Der macht er immer so. Piep macht er dann immer. Ja, geil. Da finde ich richtig geil. Hammer. So, was haben wir noch? Was ist das hier? Das ist ein Schrein. Zum selber backen? Hier steht's. Herzlichen Glückwunsch, Insano. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Gewinn. Trostpreis. Ein Stück Dinkelbrot. Von Vorhest und Emma selbst gebacken. Lass es dir gut schmecken beim Alltag-Video-Gewinnspiel. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß mit meinem Kanal. Geil, Alter. Ist das ein geiler Typ? Ist das ein geiler Typ, Alter? Der ist so geil.
Jetzt hat er mir, nämlich in seinem Video, in seinem 3-Stunden-Video, hat er nämlich auch Dinkelbrot gebacken. Jetzt hat er mir wirklich von seinem Dinkelbrot, was er da im Video gebacken hat, ein Stück zugeschickt. Ey, wie geil ist das denn? Also wirklich, das ist wirklich Ehre. Oh, Hammer, Alter. Und hier ist das Dinkelbrot drinne. Geil. Ich hoffe mal, das ist noch gut, das Ding, das Brot. Wie denn das abgelaufen ist. Oh, Alter, guckt euch das an. Brot zugeschickt. Brot. Hammer, Alter. Nee. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Oh, nee, dass ich hier ein Dinkelbrot zugeschickt bekomme. Also ein Brot von ihm. Ich dachte, ich bekomme einen Film oder so. Hallo Insano, herzlichen Glückwunsch Insano. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Gewinn. Trostpreis. Das ist ein Trostpreis. Ey, ist ja Hammer, Alter. Alter, geil. Das werde ich mir erstmal weglegen, Alter. Das ist aus seinem Video, was er im Video gebacken hat. Das hat er mit Emma gebacken. Das hat er und Emma gebacken, zusammen. Also Emma ist seine Tochter, ich glaube, die ist 6 Jahre oder so. Mit der hat er da im Video gebacken. Und auch, na, ich weiß nicht, ob das Dinkelbrot ist aus dem Video, aber die haben, glaube ich, nochmal extra ein Dinkelbrot gebacken. Also nochmal extra ein Brot gebacken, weil das ist schon eine Woche her oder so, das Video. Und dann wär das Brot ja nicht mehr gut. Also, ey, heftig, Alter. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist eine richtige Fan-Edition. Also von einem, ich bin ein Fan von ihm. Und das ist richtig so eine Fan. Also. Ey, ich kann es nicht glauben. Guck dir das an. Das haben wir selber gebacken. Das habe ich noch nie. Ja doch, ich habe das schon mal gegessen gehabt, aber selber gebacken. Geil. Da freue ich mich. Das ist, glaube ich, besser sogar als ein Film. Also, wenn ich jetzt einen Film gehabt hätte von ihm und der wird mir nicht gefallen, der Film, das wäre nicht so schön. Aber das gefällt mir sehr gut. Dankeschön, Voice 82, heißt der Stefan. Mit Vorname. Dankeschön, Feus82, für diesen Trostpreis. Geil. Heftig, ey. Also, was Geiles. Das ist wirklich für Fans. Also, er macht wirklich Sachen für Fans, die seine Videos geguckt haben. Hier nochmal zum Beweis, dass es wirklich vom Feus82 ist. Und hier steht auch mal, hier ist nochmal, hier. 3 Minuten Dinkelbrot. Das hat er sogar eine Anleitung. Also hier ein Rezept. 3 Minuten. Super lecker, super deftig. Auch nach 3 Tagen noch. Super schnell zubereitet. Alles in einen Topf geben und gut vermischen. Einen Kasten oder beziehungsweise Terrinform nehmen, mit Backpapier auskleiden und den Teig einfüllen. Der muss nicht rasten. Das Rohr auf 250 Grad vorheizen, ja, bla bla. Ja. Arbeitszeit 3 Minuten. 3 Minuten Arbeitszeit. Heftig, ey. Also hier nochmal zum Beweis, dass es genau von Ihnen ist. Und hier für Christian von Voice82. Geil. Das habe ich jetzt bekommen von ihm als Trostpreis. Das ist viel besser als irgendein 0815-Film, der mir denn nicht gefallen hätte, aber das hat mir gefallen, weil ich weiß auch die Hintergründe von dem Video, dass er auch in dem Video auch ein Dinkelbrot gebacken hat, live, nein, live nicht, aber im Video mit seiner Tochter. Okay. Dankeschön, Voice82, für diesen geilen Trostpreis. Den werde ich in Ehren halten. Den werde ich auch nicht essen oder so. Erstmal nicht. Okay. Ich kann es nicht fassen. Okay. Dann soll es mit dem Video erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer dieses Video schaut. Ja, ich nehme auch nachher gleich noch ein Video auf mit dem MediaBook, was ich mir heute gekauft habe. Okay. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Heftig, Alter. Geil. Geiler Typ.